Herzlich willkommen, Leute, zur Tech News der Woche 5. Und es geht natürlich zunächst weiter mit der GTX 970 und den Speicherproblemen, denn das war auf jeden Fall das meistdiskutierte Thema dieser Woche. Ihr seht es schon hier im Computerbase Forum, gibt es über 2600 Kommentare und das habe ich persönlich bisher noch nie gesehen, dass ein Thema so heiß diskutiert wurde. Und ja, es gibt ein paar neue Updates und zwar Nvidia hat nun wirklich bestätigt, dass es sich bei den angegebenen technischen Daten ja um falsche Daten handelt. Das heißt, Nvidia hat gesagt, dass diese einfach nur falsch kommuniziert worden sind oder beziehungsweise, dass es da intern zu irgendwie Unstimmigkeiten, gab. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das war einfach extra so gewollt, dass diese falschen Spezifikationen eigentlich nie ans Licht kommen und diese Grafikkarte sozusagen ja als bessere 970 verkauft wurde. Wie das jetzt noch mit den Händlern aussieht, ob ihr eure Grafikkarte umtauschen könnt, das ist jetzt die große Frage. Einige Händler haben das bisher gemacht, also falls ihr eure Grafikkarte umtauschen wollt, fragt mal nach, wie es mit eurer GTX 970 aussieht und bei den meisten sieht es, glaube ich, nicht schlecht aus. Aber eine weitere Frage ist, wie es überhaupt mit dem Speicher aussieht, also wer braucht überhaupt 4 GB und wenn ihr wirklich nur auf Full HD spielt oder sogar noch auf einer 1440p Auflösung, so wie ich in diesem Fall, dann braucht ihr eure Grafikkarte wirklich nicht umzutauschen, denn ihr werdet niemals an diese 3,5 GB Grenze kommen und deswegen könnt ihr eure Grafikkarte wirklich einfach behalten, weil es keinen Unterschied macht. Dann gibt es hier aktualisierte technische Daten der GTX 970 und demzufolge hat sie nicht mehr 64 ROPs, so wie die GTX 980, sondern nur noch 56. Und die letzten 512 MB vom Speicher sind nur mit 32 Bit angebunden, also das, was man so errechnet hat. Und das ist schon wirklich sehr mager. Und falls man über diese 3,5 GB kommen sollte, in irgendwie Spielen, wo ihr in 4K oder sowas, in 4K-Auflösung spielt, dann kann es zu starken Rucklern kommen und dann ist die GTX 970 etwa ja, 8% bis 10% langsamer als die GTX 980. Teilweise sogar noch mehr, also es gibt dann schon starke Ruckler. Kommen wir zur nächsten News und zwar geht es hier um Wireless Charging und das ist eine News von Intel und diese News hat mich persönlich sehr, sehr, sehr interessiert. Weil wenn ich mir hier so meinen Schreibtisch angucke und die ganzen Kabel, dann sieht das einfach nur richtig bescheiden aus. Ich habe sowieso massive Probleme hier meine ganzen Kabel unter den Tisch zu bekommen und die ordentlich zu verlegen. Und deswegen freut es mich extrem, dass man heute schon fast so weit ist, dass man zwei Monitore kabellos mit Strom versorgen kann. Das ist wirklich Hammer. Man kann ja auch inzwischen schon Smartphones oder auch Tablets kabellos aufladen und diese Technologie ist einfach nur der Hammer. Da freue ich mich in Zukunft wirklich sehr drauf und das Ganze basiert dann auf Intel Wireless Gigabit, das heißt so ähnlich wie euer Gigabit LAN-Anschluss an eurem PC oder Router und das Ganze eben nur wireless. Also ich freue mich auf mehr, ich hoffe mal, dass diese Technologie sich schnell weiterentwickelt und dann auch auf den Consumer-Markt kommen wird. Es geht weiter mit einem Spiel, das eventuell sehr interessant sein könnte für einige von euch, und zwar The Witcher 3 hat nun ein paar Informationen preisgegeben zu den empfohlenen technischen Daten, die man haben sollte in seinem PC. Das sind allerdings nur Daten, damit ihr das Spiel auf empfohlenen Einstellungen spielen könnt. Das heißt mittel bis hoch, aber auch nur für 30 Bilder pro Sekunde und das ist ja nicht wirklich spielbar, finde ich zumindest. Also unter 40-50 FPS geht eigentlich nichts, finde ich. Das heißt, für The Witcher 3 braucht man eigentlich schon eine GTX 780 Grafikkarte, um dieses Spiel einfach in 40-50 FPS darstellen zu können. Und für die Ultra-Einstellungen, denke ich mal, ist es sogar schon fast notwendig, eine GTX 780 Ti bzw. GTX 970 zu haben. Und das finde ich echt schon krass, dass ein Spiel solche hohen Anforderungen hat an die Grafikkarte bzw. CPU.
Bei CPU steht hier zwar als empfohlen ein i7 3770, aber ich denke mal, ihr werdet auch ganz normal mit einem i5 4670K oder was auch immer gut zurechtkommen, weil die Prozessoren sind oftmals in den Anforderungen zu hoch angesetzt. Also ich denke mal, da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Aber ich bin gespannt, wie sich das Spiel weiter noch entwickelt und was für Voraussetzungen später gebraucht werden, um das Spiel in Ultra-Einstellungen darstellen zu können. Dann gibt es jetzt wieder mal Übernahmegerüchte um AMD und ich finde die immer interessant, weil die tauchen wirklich sehr häufig auf. Habe ich bisher, glaube ich, noch nie erwähnt in einer News, aber die tauchen irgendwie regelmäßig auf. Ich persönlich glaube da aber noch nicht wirklich viel von, weil da geht es um chinesische Chip-Hersteller und die sind teilweise einfach zu klein, um irgendwie AMD übernehmen zu können. Und ich hoffe auch, dass AMD erstmal auf eigenen Beinen noch stehen kann, auch wenn die wirklich einen massiven Schuldenberg angesammelt haben. Deswegen freue ich mich wirklich sehr auf die neue AMD-Grafikkartengeneration und ich hoffe mal, dass die wirklich etwas Großes da rausbringen, denn wenn die nächste Generation wirklich jetzt floppen sollte oder die einfach nicht gut genug ist, was auch immer, zu laut ist, zu viel Leistungsaufnahme hat, dann sieht es für AMD schon ziemlich schlecht aus, weil die Grafikkartensparte ist noch mit einer der größten Geschäftsfelder bei AMD. Deswegen, ich freue mich dann sehr auf die neuen Grafikkarten und hoffe mal, dass die einiges zu bieten haben. Außerdem gibt es noch News von einem neuen Netzteil und zwar dem ersten 2000 Watt Netzteil. Das finde ich einfach mal total übertrieben. Und zwar heißt das dann Superflower Ledex 80 Plus Platinum 2000 Watt. Wenigstens gibt es schon Platinum-Zertifizierung, aber ganz ehrlich, 2000 Watt finde ich dann doch ein bisschen übertrieben und ich weiß im Moment nicht, was man dafür Hardware einbauen soll, um irgendwie ja dieses Netzteil sinnvoll nutzen zu können. Das Netzteil kostet 370 Euro in etwa. Ja, bietet eine ganze Menge an Anschlüssen. 18 mal SATA. Also ihr seht es hier in der Tabelle. Massig PCIe-Anschlüsse für Grafikkarten. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, womit man dieses Netzteil sinnvoll betreiben soll. Denn selbst mit 3 GTX 980 dürfte man mit 1500 Watt locker hinkommen, selbst mit 1200 Watt. Aber gut, ich finde, in der heutigen Zeit ist es eigentlich nicht mehr notwendig, 2000 Watt herzustellen. Denn da die Komponenten immer stromsparender werden, geht es eigentlich eher zurück mit der Leistungsaufnahme. Und deswegen finde ich es ein bisschen sinnlos, wenn man jetzt noch Netzteile entwickelt, die noch mehr Leistung bieten. Aber gut, ich bin natürlich kein Hersteller, aber das ist dann meine Meinung dazu. Und als letztes habe ich hier noch Infos über den neuen BenQ Monitor XL2730Z. Und das ist der erste Monitor mit Adaptive Sync bzw. FreeSync von AMD. Das dürfte sehr interessant sein für die Leute, die jetzt eine AMD-Grafikkarte haben. Ich glaube aber, es geht auch mit Nvidia-Grafikkarten. Ich habe mich mit FreeSync noch nicht so sehr auseinandergesetzt, da dies jetzt der erste Monitor ist, der das unterstützt. Sieht auf jeden Fall sehr schick aus, aber der Preis, ich finde den Preis wirklich viel zu hoch gegriffen. Denn der ist, glaube ich, bei 600 Euro, genau, rund 600 Euro. Und selbst den teuersten Monitor, sage ich mal, für Consumer im Gaming-Bereich, der Asus ROG Monitor mit G-Sync und 1440p Auflösung, kostet ja inzwischen so knapp über 700 Euro, also so etwa 100 Euro mehr. Und da finde ich einfach, dass dieser FreeSync Monitor etwas zu hoch angesetzt ist, weil FreeSync im Grunde nichts mehr kostet. Das läuft über DisplayPort und nur G-Sync, das kostet etwas mehr, weil das eine extra Platine im Monitor ist. Und deswegen finde ich diesen Monitor etwas zu teuer. Ich finde, 500 Euro wäre noch einigermaßen angemessen. Die Auflösung beträgt hier auch 1440p und 144 Hertz. Auf jeden Fall fürs Gaming sehr geeignet. Aber der Preis sagt mir persönlich nicht zu. So, das war's für diese Woche der Tech News. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr konntet einiges mitnehmen. Und dann freue ich mich auf nächste Woche Sonntag, wenn ihr wieder mit dabei seid, bei der Tech News der Woche 6. Ciao, ciao.